Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück. State of Decay 2, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind jetzt hier quasi zur Quest gefahren. Und vor uns, wir sehen dieses Portal. Also hier geht es dann wahrscheinlich Kartenausgang. Bringt eure Gemeinschaft auf eine neue Karte, indem ihr diesen Ort verlasst. Wollen wir jetzt aktuell noch nicht. Aber ist eine Überlegung vielleicht irgendwann mal wert. Das sind schon komische Zombies am Start. Ich hatte euch erzählt, dass... Ja, die fahren wir jetzt einfach erstmal um. Wir haben durch diese Tante von ihm, das ist ja glaube ich die Tante, haben wir ja Koordinaten gekriegt. Das habt ihr ja so gar nicht gekriegt. Und die haben uns letztendlich dann zu dem Ort gebracht, wo wir diesen Truck gefunden haben. Unser Truck aber auch schon fast kaputt, also nicht der Truck, sondern den anderen Truck. Aber wir müssen jetzt natürlich hier erstmal ein bisschen reinigen, weil jetzt auch ein paar Zombies. Einfach zack, einmal darüber ab und einmal darüber gespalten. Und hier sollen wir jetzt weitere Hinweise finden. Was macht er da? Ihm fehlt leider ein Beinchen, sonst könnte er zu uns kommen. Ach du Scheiße. Ich habe schon so viele Sachen dabei. Müssen wir jetzt mal gucken, dass wir alles in den Truck kriegen. Das ist dafür die Munition. Ach, das ist die Munition, die haben wir hergestellt. Deswegen haben wir die da. Ach, nee. Ist natürlich cool für uns, dass wir jetzt hier so viel finden. Aber ist halt auch doof, wenn wir das ganze Inventar voll haben, ja? Jetzt wäre natürlich ein Reparaturkit cool gewesen. Ach nein, gehst mir auf die Nerven. So. Den packen wir einfach ein. Und dann haben wir. Oh Gott. Aha. Damn it. She's gone. If I'd only deciphered the plan faster, maybe I could have saved her. Now all I can do is make sure the supplies she left behind are put to good use. It's genau, deswegen, Brudi, darfst du auch als einziger diese Waffe spielen. Ja, also muss man ja wirklich sagen, der hat... Obwohl, dafür habe ich keine Munition, das macht eigentlich wenig Sinn jetzt. Wir müssen jetzt mal gucken. Also, den können wir erstmal wegschmeißen. Flasche mit Premium-Tequila machen wir auch weg. Wir müssen halt gucken, dass wir hier irgendwie alles mitkriegen. Das kann eigentlich auch weg. Dieses komische Messerchen hier. Weil hier in der Kiste ist bestimmt auch noch was drin, ne? More of the same. Nee. Nur Materialien. Anleitung zur Fahrzeugpflege. Dafür können wir den Rucksack wieder fallen lassen und das Messer. Nehmen das Hackebeil mit. So. Ich denke, wir haben jetzt das Wichtigste eingesammelt. Mysteriöser wandelnder Händler. Okay. Wandelnde Händler. Ich würde sagen, wir düsen hier erstmal zu unserem Versorgungspunkt. Und gucken mal, dass wir uns da ein Reparaturkit vielleicht organisiert kriegen. Ich habe keinen Bock, dass das Ding hier kaputt geht, weil das. Mit dem Teil fahre ich wirklich gerne rum. Ich könnte hier auch einfach mal hier gucken. Hier gibt es ja vielleicht auch was, ne? Damit wir den Truck dann reparieren können. Aber das Problem ist halt, unser Inventar ist halt gerammelte voll. Fire in the hole! Ja, das ist richtig dumm, die Zombies. Jetzt gehe ich hier rein und hier ist nichts zum Looten. Und diese Rolle ist kaputt. Okay, verstehe. Na gut, dann habe ich halt einfach Pech. Ja? Hässlicher alter Schuppen. Komm, wir düsen jetzt dahin. Tanken das Ding auch nochmal voll. Und wie gesagt, reparieren es, weil mit dem Truck fahre ich wirklich sehr, sehr gerne rum. Der ist eigentlich auch sehr robust und ich bin gerade ein bisschen
geschockt, dass der schon so kaputt ist. So, mal gucken, ob ich jetzt hier besser lang fahre. Ja, wir müssen hier lang. Wenn wir dann da oben sind, können wir ein paar Zombies umgehen. Einfach gegen die Fahne gut ist. Wir sollen nur einen Freak mit einem Auto töten und zwei Tobsüchtige mit einem Revolver. Oh, guck mal, schon wieder so ein Dicker. Aber wie gesagt, alleine schwierig. Guck mal, da stand auch ein Auto. Reparaturfahrzeug. Reparaturwagen. Ja. 1A geparkt. Das Problem ist, wir können halt die dicken Loot-Säcke können wir leider nicht abliefern hier. Das heißt, wir können tatsächlich nur, ach scheiße, jetzt habe ich meinen Rucksack hier weg. Aber ist nicht schlimm. Der kann ruhig einen 8... Hä? Du kannst doch hier einen 8er Rucksack ruhig anziehen. Du bist doch stark. Können wir hier den ganzen anderen Kladderadatsch... Zweimal nicht. So, Schließfach öffnen. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir hier auch noch ein Reparaturkit drin haben. Ah, das sollte doch eigentlich... Guck mal, wir haben hier noch so ein verbessertes Toolkit. Aber Benzin haben wir halt tatsächlich keins mehr. Muss mal gucken. Guck mal, hier haben wir aber auf jeden Fall so einen Packsack. Den kann ich öffnen. Und schon haben wir auch Benzin. Jetzt wird erstmal getankt. Dann haben wir schon mal 2 von 4 Benzinkanistern voll. Ja. Fürs Kopfgeld immer gut. Dann, ach, das geht dann einfach nur schneller, verstehe. Revolver haben wir dabei, da müssen wir die Tobsüchtigen mit töten. Und ansonsten müssen wir mal gucken, wo wir die jetzt alle finden, die kleinen Zombies. Also bei uns an der Basis haben sich ja viele rumgetrieben. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt aktuell sammeln und müssen dann auch demnächst irgendwann mal angreifen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich da an irgendwas erinnern, dass da irgendwas war, dass die einen dann auch irgendwann mal angegriffen haben. Ich denke, wenn wir jetzt hier quasi weiterfahren und hier links hoch... Ach, guck mal, das ist... Jawohl, so. Ist natürlich schade, dass wir den jetzt überfahren haben. Den hätte ich lieber mit dem Revolver töten sollen. Ah, ist halt auch immer ein bisschen schwierig. Aber vielleicht schaffen wir alle 3 Quests abzugeben. Links hatte ich, glaube ich, gesagt, ne? Oh, das war einer. Ups. Entschuldigen Sie, junger Freund. Das war keine Absicht. Übrigens weiß ich so, wie man die Tür aufmacht. Einfach mit der linken Maustaste. Ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen. Steht hier? Das war bestimmt auch ein Fahrzeug von mir. Mit Sicherheit zerstört. Er wird mit Sicherheit von mir sein. Entschuldigung. Guck mal, da ist auch wieder hier so ein etwas überproportionierter Zombie. Und eigentlich sind doch dann die anderen Freaks auch nicht mehr ganz so weit weg. Ist halt doof, ne? Also die Zombies, die man braucht, die sind dann irgendwie selten greifbar. Ich hatte das mit einer Quest mit gepanzerten Zombies, da war das ganz schlimm. Ganz schlimm. Bis ich da welche gefunden habe, boah. Ey, die wirken oder die fallen ja jetzt auch nicht so krass auf im Vergleich zu den anderen Zombies. Und dadurch war es ein bisschen schwierig, die bei voller Geschwindigkeit zu identifizieren. Aber die anderen siehst du dann mal auf der Karte. Was ist das hier? Das sieht ja auch interessant aus. Verlassene Klinik. Ja gut, brauchen wir. Glaube ich gar nicht, ne? Bräuchten wir irgendwelche Materialien mal? Baustoff bräuchten wir. Müssen wir mal gucken hier. Baustoff. Guck mal, hier ist auch irgendwas. Das ist dieser Curveball.
Das sind dann so spezielle Missionen. Da können wir mal gucken. Guck, das sind diese stinkenden Zombies. Hier. Ups, hoppala. Entschuldigung. My scavenging went well. Stinken die nur oder sind die auch irgendwie besonders stark oder schnell oder was auch immer? Time to put them away. Bin gespannt, was da gleich rauskommen wird. Aber höchstwahrscheinlich wird es nicht so ein Typ sein, hier kein Tobsüchtiger, den ich töten muss. Zack. Der Geruch bleibt auch bestehen, wenn die dann tot sind. Aber ich bin günstig. I should have brought more ammo. So, wir brauchen Materialien. Ah, hatte ich da nicht vielleicht zufällig schon so einen Sack bekommen? Nee. Was ist das hier? Ort kann beansprucht werden. Was will ich hier? Das macht ja nichts. Das bringt mir ja nichts großartig. Haben wir auch noch irgendwie so eine Hütte. Benzin immer gut. Hackebeil auch immer gut. Oh, was ist hier mit der anderen Toilettenseite? Gibt's hier noch was? Yeah, that's nice. Real graceful. Nö. Hier gibt's jetzt auch nichts großartig mehr. Nope, nothing. Da war nichts drin. Das Kassenhäuschen noch looten. No place to put it. Ja, wir gehen wieder zum Truck, laden ein bisschen was ein. Easy. Aber Materialien gehen jetzt wirklich langsam zur Neige. Da muss ich jetzt langsam mal gucken, dass ich da ein bisschen hinterher komme. Sonst ist die Stimmung nicht mehr euphorisch. Dann geht ich ganz schnell wieder in den Keller. Enthusiastisch, Entschuldigung. Habe ich denn jetzt hier alles? Ne, ich habe immer nicht alles gelootet. Gab es hier noch irgendwas? Vielleicht gibt es hier ein Dach. Yeah, that's. I gotta watch the noise. Mach auf die Putze. Oh, das haben wir. Okay, better get ready. Wir sind bereit. Wir sind jederzeit bereit. My work here is done. Um hier irgendwelche Zombies zu zerfleddern. Also das verstehe ich halt jetzt nicht, ne? Wir haben jetzt das jetzt komplett gelootet. Das ist ja auch okay. Aber wir haben halt das nicht abschließen können. Aber gut, dann ist es halt so. Ich glaube auch, das sind so Quests, die kommen und gehen dann halt einfach wieder. Und mehr hat das halt nicht an Auswirkungen großartig. Da geht es auf jeden Fall dann wieder raus. Zack. Den haben wir wieder umgemäht. Ich würde gerne noch zwei so... Oh Gott, geh mal weg. Du stinkst mir noch die Sitze voll. Ich würde gerne noch so zwei Zombies töten, diese Tobsüchtigen. Mit dem Revolver, dann können wir mich alle... Achso, ne, Benzin muss ich ja auch noch benutzen. Zweimal, ist nicht schlimm. Aber Benzin genug. Muss ich mir, wenn ich einen Packsack entnehme. Und dann tanke ich einfach zwei Autos voll und dann haben wir das auch. Und zwar jetzt hier einmal eins hochdüsen. Ne, das war zu früh. Das waren unsere Freunde. Diese Tobsüchtigen, die schreien ja so, ne? Fährst ein bisschen weiter, hältst da an, ziehst den Revolver, schießt fünfmal. Und dann sollte es eigentlich kein Problem sein, dass der tot umfällt. Obwohl die natürlich schon stärker sind als jetzt andere Zombies. Ach, scheiße, der... Special Guy, der ist ja auch extrem weit weg, fällt mir gerade ein. Also wir hatten vorher, hatten wir die Basis direkt neben ihm. Da war das eigentlich easy. Da konntest du halt auch immer gucken, dass du die Waffen entsprechend nimmst, die man halt auch braucht.
um die Quest abzuschließen. Das war eigentlich ganz geil. Ich hätte eigentlich viel mehr Quests machen müssen. Aber hinterher ist man immer schlauer. Ja, ist halt so. So, das ist das. Das kann alles weg. Das kann alles weg. Jetzt hängt es rein. I'm back. Doch. So, wir brauchen Materialien. Hey, you. You staying out of trouble? Benzinkanister können wir noch benutzen. Ansonsten. Ah, eigentlich will ich da gar nicht hin, ne? Also. Hier ist auf jeden Fall ein Tobsüchtiger. Den können wir nochmal gucken, dass wir den vielleicht erledigt kriegen. Habe ich denn noch einen anderen Revolver, der vielleicht ein bisschen stärker, mehr Bums hat? Müssen wir mal gucken. Habe ich da irgendwie eine geile Magnum? Das zählt aber bestimmt hier. Revolver, ne? Der ist sogar ein bisschen stärker. So, das ist auch ein... Ach, guck mal, der ist sogar noch stärker. Der hat sogar noch eine größere Reichweite. Da muss ich nur gucken, ob ich Munition für habe. Ach, selbstverständlich. Freunde. Selbstverständlich habe ich für das Ding genug Munition. Und falls alles schief läuft, habe ich noch hier die Thompson am Start. Die wird mir auf jeden Fall meinen Hintern retten. Wo ist der? Eigentlich, wenn der so schreit, kommt er auch immer auf einen zugelatscht. So, den hätte ich erledigt. Geil. Das nenne ich Teamwork, Freunde. Das nenne ich Teamwork. Ich muss nachladen und ihr tötet die Zombies, die auf mich zukommen. Perfekt ist das. Aber perfekt. So muss das sein. So stelle ich mir das vor. So, wir können ja mal trotzdem mal beim Händler gucken. Wir haben ja hier diesen Miragra. Damit können wir auf jeden Fall mal zu diesem Händler fahren und mal gucken, was der so im Angebot hat. Vielleicht hat er ja was Geiles für uns. Aber ich denke nicht. Das ist wie bei 7 Days. Eigentlich brauchst du hier gar nichts. Du kriegst alles selber. Natürlich Munition, aber der müsste mir dann, was weiß ich, 3000 Schuss verkaufen für ein Gewehr. Für einen sehr guten Preis. Und das macht er bestimmt. Hat er wahrscheinlich gar keinen Bock drauf. Schießen die auf mich, Mann, ne? Hi there. Hallo. Hi there. Ich möchte gerne handeln. Was hast du denn so? Was ist das denn hier? Netzwerksignalverstärker. Installiere diesen Mod. Command 2 oder damit wir zwei weitere Ausposten verwalten können. Das ist aber geil. Weiße Rauchmaschine jetzt nicht so geil. Das finde ich schon sehr geil. Das kaufe ich. Sounds good. Das kaufe ich. Das ist wirklich was Sinnvolles. So, sprich mit Doc. Ja, sprich halt mal mit Doc. Ich komme zurück. Wir gehen zurück zur Basis. Ja, theoretisch müssen wir nur einen Tobsüchtigen killen mit dem Revolver. Easy eigentlich, wenn wir einen finden. Da ist ein Schreier. Der hilft uns da jetzt eher weniger weiter. Brauchen halt einen Druck. Um Himmels Willen. Aha, verarscht. Alle dachten, oh nein, das geht in die Hose. Aber sind wir einfach weggefahren. Das ist eine Story, die werde ich noch meinen Kindern erzählen. Vier Zombies haben wir da. Aber keinen Tobsüchtigen. Ich hätte gerne noch einen Tobsüchtigen. Aber jetzt müssen wir erstmal hier wegen diesem Surfball hier mal ein bisschen recherchieren, was hier abgeht. Also wo jetzt das Problem ist. Wir müssen dann auf jeden Fall die Kommandozentrale, da diesen Mod installieren. Dann kriegen wir zwei weitere. Ja, ja, wir quatschen gleich. Warte kurz. Ich muss hier kurz mal was erledigen. Und zwar muss ich die auch erstmal finden. Wo ist denn die? Ist
sie nicht hier irgendwo? Gotta catch my breath. Du bist ja schon richtig fertig. Das hier ist. Ich guck einfach hier. So, Kommandozentrale ist. Hier, Kommandozentrale. Und wir sind hier, oder? Da, das heißt. Ja, Betten. Oder was? Das ist hier in der Ecke. Das ist hier bei den Betten. Das hier ist die Kommandozentrale. Jetzt kann ich mich einfach hier das Ding abreißen. Oder kann ich einfach. Welchen Außenpost habe ich denn jetzt eigentlich aufgegeben? Das würde mich jetzt mal interessieren. Drohne hacken? Ja, das brauche ich alles gar nicht. Ich brauche halt jetzt hier. Hä? Ich habe doch so ein Teil gekauft hier. Wollen die mich jetzt veräppeln hier? Das habe ich doch gekauft. Fucking A! Installier. Ich bin nur froh, meine Freunde verteilen zu können. Ein paar Technikfreaks vom Netzwerk haben das zusammen. Installiere diesen Mod in unsere Kommandozentrale, damit wir zwei weitere. Ja, möchte ich ja. Ich möchte das gerne installieren. Ach, ich glaube, ich muss das erstmal einlagern. Ey, das ist auch so dumm gemacht eigentlich, dass man das nicht direkt vom Rucksack dann da installieren kann. Ich glaube, jetzt müsste es funktionieren, ne? So, welchen Posten haben wir denn aufgegeben? Das würde mich mal interessieren. Ich weiß gar nicht. Wasser, ne? Ne, Wasser haben wir, Strom haben wir. Was war denn das? War das noch? Ich glaube, es war nur ein Essensposten, oder? Ich weiß nicht. So, wir switchen mal wieder den Charakter. Ich möchte wieder mal mit unserer Freundin Lex spielen. Let's go, Lex! Hopp. Und du packst dir bitte auch mal einen fetten Revolver ein. Wenn ich die finde. Wir haben so viele Knarren, ne? Das ist unfassbar. So ein krass Waffenarsenal. So, hier haben wir auf jeden Fall einen. Der ist nicht so stark, der auch nicht. Können wir einfach mal gucken. Rüsten wir mal den aus und gucken mal, wie die anderen so sind. Der ist. Die sind schwächer, ne? Aber die sind halt leicht. Ne, warte mal, das war gar kein Revolver. Der hat eine höhere Reichweite hier, das Ding. Komm, packen wir das ein. So, dann brauchen wir natürlich noch Munition dafür. Das ist diese Munition hier. Und dafür bräuchten wir auch noch ein bisschen Munition. Nehmen wir auch direkt mit. Dann haben wir ein Reparaturkit. Ich bräuchte vielleicht nochmal hier so einen Sack. Ich bräuchte doch mal einen Sack. Einen Sack mit Benzin. So. Dann können wir den mich auspacken. Und da kriegen wir Benzin. Molly, ja, gut, brauche ich jetzt eigentlich nicht. Den brauche ich jetzt wirklich nicht. So, ich soll mit Doc sprechen, was die so findet wegen diesem Curve. I have a bloater inside. Was? Ich sehe ihn aufgeblähten. Wo? Wo? Was ist denn los mit denen? Aufgeblähter? Ja, da ist ein Aufgeblähter. Das ist einfach nur eine Zombie-Horde, die kleine. Auch eine Zombie-Horde. Ja gut, okay. Dann reden wir mit dem Doc. Hallo, wie ich gehört habe, soll eine Bande von Schwarzbrennern eine ihrer Brennereien in die Luft gesprengt haben, während sie die letzte Ladung abfüllten. Der Lärm hat Horden von Zombies und sie wurden schnell überrannt. Ich bezweifle, dass sie überlebt haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir Sets voller Alkohol sehen. Ja, und jetzt? Was knallen die denn da ab? Da ist eine Horde. Oh, das macht wieder easy. Ja, ich hab jetzt keine Aufgabe gekriegt, ne? Großartig. Ich habe keine Aufgabe gekriegt. Beendet demnächst. Gären der explodierende Zombies. Gut. Gut, wir müssen Fahrzeug tanken. Wir gucken mal, welches am wenigsten Sprit hat. Und alle noch sehr voll. Der Militärschwack, natürlich. Dann werden wir den mal auftanken. Eigentlich muss ich dann noch ein Auto auftanken. Damit ich das noch freischalte, das Kopfgeld. So. Wir können ja mal.
Also. Haben wir irgendwo ein cooles Fahrzeug rumstehen? Angenommen, hier steht jetzt irgendwo was richtig cooles rum. Ah, dass wir das vielleicht holen. Taxi, Trailer, Beast. Aber das macht alles wenig Sinn, ne? Gut, aber wir müssen jetzt eh nichts mehr umfahren. Das heißt, eigentlich können wir hier auch dieses komische Fahrzeug hier nehmen. Einfach mal gucken, dass wir vielleicht unterwegs einen Benzinkanister finden oder sowas. Das sind immer noch 5 Zombies. Aufgeblähter, Kreischer, Koloss. Gucken wir einfach mal. Hier sind ja immer noch 5 Zombies übrig. Was das für Zombies sind. Aber es ist auf jeden Fall kein Dings-Zombie. Ich glaube auch hier ist kein so ein Zombie dabei, den wir töten müssen, leider. Aber wir töten ihn halt trotzdem. Weil das Fahrzeug ist eigentlich egal. Ja, wenn du dann mal bei mir bist, sag Bescheid. Ganz entspannt. Das waren die Händler hier. Ich bräuchte noch mal eine coole Quest. War mal irgendwas. Da bist du doch. Ah, da kann man aber tatsächlich auch ziemlich. Aber das Problem ist, der reißt halt direkt die Tür ab. So, jetzt schauen wir mal, ob der Revolver auch komplett geladen ist. Ganz entspannt. Sag ich doch, ganz entspannt. Jetzt finden wir einfach unterwegs noch einen Benzinkanister. Wir müssen ja jetzt hier zu dem Kopfgeldtyp. Da müssen wir einmal drehen. Und da werden wir mit Sicherheit irgendwo noch einen Benzinkanister finden, damit wir hier die Karre voll tanken können. Und überhaupt noch so lange hält. Ah, wir sind nicht bei Seven Dice, wo man das einfach umfahren kann. Ich verstehe. Warte mal, weiß war... war gelootet. Do I have to kill every zombie myself, people? So, hier scheint aber noch. So, jetzt ist es schwarz, nehme ich an. Jawohl. So, Versorgungstruck steht hier noch rum. Der witzigerweise auch komplett leer ist. Gott, das ist total, Junge! Leg dich nicht mit mir an. This will slow me down. Ja, alles gut. Guck mal, wir sind auch unsere Freunde. Vielleicht haben die auch ein bisschen Benzin für uns übrig. Da ist jetzt nichts mehr drin, das ist gut. Look at all this nothing. So, da schmeiß ich jetzt das rein. Und das. So. Den Rest verkaufe ich den. Das Gute ist, dadurch, dass wir jetzt diese Seuchenherzen zerstört haben, können die uns, glaube ich, auch nicht mehr infizieren. Also es gibt nahezu keine Zombie-Dinger mehr. Keine infizierten Zombies. Schade, haben wir uns ein bisschen verpasst, ne? I already got all I can handle. So.
So, dann wollen wir mal gucken. Ja, 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 ich komm einfach mal rein, ne? Hey, you're not dead. Nee, natürlich bin ich nicht tot. Was erwartest du denn? Was jetzt? Haben die kein Geld mehr, oder? Ja, lol, die haben kein Geld mehr. Ja, aber ich kaufe ja euch auch was ab, aber ihr habt nichts für mich, ne? Ich sehe da schon. Das könnte ich hier kaufen. That's a lot of stuff. Dann habt ihr wieder ein bisschen was, ein bisschen Cash in der Tasche. So, ich brauche, wie gesagt, ich brauche halt mal ein bisschen Benzin. Das wäre ganz klasse. Ist mir noch nie vorher aufgefallen, dass die unsere Verbündeten, die uns ja was abkaufen können, auch relativ eingeschränkt sind tatsächlich mit ihrem Geld. Das ist natürlich krass. Nageleisen. So. Da waren wir. Da ist nichts zu holen. Wir können jetzt natürlich gucken. Ich könnte hier einmal außen rum düsen. Das ist aber schwierig mit dem Tank. Ups. Ich könnte aber einfach hier hochfahren. Andere Richtung. Hier irgendwo die Straße hoch. Und da sind ja noch ein paar Geschäfte, die wir looten können. Da gibt es mit Sicherheit noch den einen oder anderen Benzinkanister für uns. Lässt sich aber hier nicht so geschmeidig durchlenken, das Ding. Das ist nicht so toll. Weil jetzt hätte ich gar nicht suchen brauchen. Hier wäre auch noch einer gewesen. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich irgendwelche Sachen in meinen Fahrzeugen vergessen habe. Zu benutzen. Oh Gott. Hoppala, Entschuldigung. Aber ich, keine Angst, ich bin gut versichert. Oh Scheiße, sind schon wieder drüber gefahren. Aber wie gesagt, das war die Base vorher. Jetzt können wir mal gucken. Was gibt's denn hier? Freiluftwerkstatt? Ich bräuchte halt irgendwas, was auf Benzin suggeriert am besten. Mal jetzt nicht. Mal gucken. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir die hier weghauen. Geht schnell, ne? Also muss ich sagen, mit diesem Säbel hier, das ist eine schnelle Angelegenheit. So, schade. Da hätte ja gleich schon mal was sein können, benzintechnisch. Aber das Spiel sagt nein. Ein Hackebeilchen und ein Medizinsack. Sag mal, wenn ich jetzt hier so ein Vorratssäckchen finde mit Benzin, wäre auch okay für mich. Oh, hier könnte da auch Benzin drin sein, oder nicht? Ach, Mann. Ah, die kämpft schon sehr geil. Muss ich aber wirklich sagen. Warte mal, ich habe eine Idee. Das Fahrzeug ist ja cool an sich, ne? Das ist schnell und alles schön und gut. Aber es ist natürlich ein bisschen eingeschränkt. Also ich habe doch hier, habe ich doch in der alten Basis. Die sind richtig schlau, die Zombies. Die reißen eigentlich einfach aus der Karre. Aber nicht hier. So. Das ist natürlich der Nachteil, wenn die Tür weg ist. Aber ich hole mir jetzt eh den Versorgungstruck. Der steht doch hier in meiner alten Base noch rum. Ne? Das ist das ganz dicke Fahrzeug mit den 2 Millionen Plätzen. Wo ist denn der? Hä? Taxi? Ich war 2 Minuten Zeit, mal auf die Karte zu gucken, ne? Du wirst da alt angegriffen von irgendwelchen Viechern.
Ja, ich dachte ehrlich gesagt, dass die Garage war. Ich dachte, dass das Ding hier noch steht. Hab ich das in die neue Basis schon gebracht? Das ist natürlich äußerst ärgerlich. Das ist tatsächlich schon weggebracht. Mal gucken. Ich habe ja jetzt hier noch einen Packsack eingesteckt. Yep, I'm still the best. Nee, gerade. Hi. I've got something you might want to hear about. Can you come meet me? Hey, door's open. Ich kann ja einfach trotzdem ein anderes Fahrzeug nehmen, wo vielleicht ein bisschen mehr Platz einfach drin ist. Weil, ich habe auch einen weiteren Pack dabei. Das wäre jetzt erstmal gar kein Problem. Das ist halt nur ein Skin. So. Ich bin nur dagegen gefahren, damit ich den Zombie hinten im Kofferraum loswerde. Keine Angst. So, hier haben wir vier Plätze. Hier haben wir vier Plätze. Das bringt uns nichts weiter. Aber wie viel haben wir denn hier? Aha. Aha. Gut. Halt wissen, ne? Ob wir jetzt das Risiko eingehen wollen. Weil hier haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr Benzin, ne? Oder? Nee. Nee. Das ist ja genauso wenig Benzin. Kann ich mich das einfach auch reparieren? Zweimannig. Fand ich ja optisch an sich eigentlich auch ganz cool. Mit dem Geweih da vorne drauf hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und bei dem anderen ist ja jetzt eh die Tür raus. Oh Mann. Rad repariert und dann fahre ich irgendwo gegen ich Dödel. I'm gonna need a lighter load soon. Das ist auch nur ein halber Pfund schwer. Dann nehme ich lieber das. Oh, kann ich das Päckchen noch einladen. So. Dann probiere ich jetzt einfach mal, wo könnte denn hier noch Taverne, Buchhaltung, Leihhaus, Musikstudio, Juwelier, oberer Bereich, Haus, unordentlich Haus, schmutzige Garage, Lagerhütte. Ah, vielleicht Lagerhütte, hä? Guck mal in der Lagerhütte nach. Och nee, bin ja auch noch vorbeigedüst an dem Ding. Klappe. So, wir können uns vorstellen, Benzin zu finden. Ja, guck mal, da steht doch direkt was. Komm her, ist doch direkt hier so ein Benzinteil. Und wenn jetzt hier Benzin drin ist, perfekt. Besser geht's ja gar nicht. Ich muss hier noch die drei Zombies töten. Und dann düsen wir zu unserem Freund, dem Kopfgeldjäger, Händler, was auch immer. Wer ist der Kopfgeld? Kopfgeld. Vermittler. Vermittler. Und holen uns da unsere drei Waffen ab, nehmen die nächsten drei Quests ab und dann haben wir das. Guck mal, ich habe sogar noch genug Platz für die Quests. Oder für die Belohnung vielmehr. Perfekt, besser geht's gar nicht. Ich muss ja gucken, ob der noch gescheite Sachen hat. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, also so T-Shirts freispielen und sowas, also das brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Relativ wurscht. Ist zwar cool, wenn man mal so ein T-Shirt findet, das nimmt halt auch nicht so viel Platz weg. Obwohl das Ding raucht schon wieder wie sonst was. Also robust ist das nicht. Aber wie gesagt, Waffen sind immer gut, ne? Also Waffen habe ich mir jetzt auch, glaube ich, noch ausgesucht. Ich stelle auch noch so viele Zombies. Moin. Oh, ist hallo, ich hab doch die linke Maustaste gedrückt. Was ist los?
Jetzt können wir hier über Kopfgelder klären. Ach, guck mal, ich hab ein Auto jetzt, ne? Ich krieg diesen Trumbull 4x4, keine Ahnung. 4x4 erinnert mich auf jeden Fall an 7 Days. Ja, nehmen wir auf jeden Fall. Dankeschön dafür. Dann haben wir hier Echo 2.1 Revolver erneuert. Dankeschön. Und dann haben wir hier noch, was ist das? Safari Razorback. Auch eine 44er, also auch irgendwie Magnum technisch. Das ist halt schwierig, ne? Also sowas hätte ich auch gerne, aber töte zwei Seuchenherzen mit Sturmwaffen. Wir haben keine Seuchenherzen mehr. Ja. Freunde dich mit einer Enklave an. Also auch schon so viele. Ich habe schon so viele Freunde. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch welche kommen. Ja, auf sowas verzichte ich hier. Ja. Dann haben wir hier noch. Töte einen Seuchenherz mit schweren Waffen. Würde ich gerne machen. Schwierig, wenn es keine mehr gibt. Stelle 15 Molotovs her. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Das ist doch eigentlich cool. Was ist das? Kreischer mit Feuer töten, finde ich schwierig. Was ist das? Genau, das ist Teamkameraden töten 8 von dir festgehaltenen Sets. So, wie soll ich denn das anstellen? Das kann ich nur machen, wenn ich dann vielleicht bei mir in der Basis irgendwie bin. Ah, also ein bisschen schwierig. Ich könnte hier... Ich habe mir hier so ein Ding hier. Bikerweste. Könnte ich mir noch holen. Gibt's ja noch töte einen aufgeblähten mit Sprengstoff. Freunde ich mit einer Enklave an. Töte zwei Seuchenherzen mit Sturmgewehren. Komm, mach mal das hier. Ich hätte halt schon gerne hier dieses eine Gewehr, ne? Das sieht schon ziemlich geil aus. Und ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre. Komm, das nehme ich auch. Ich probiere das einfach. Ich lock die zu meiner Basis und dann probiere ich das einfach mal aus. Das irgendwie funktioniert. Guck mal, da ist auch mein Fahrzeug gerade geliefert. Perfekt. Ich bin jetzt mutig. Wir düsen einfach hier hoch. Weil einfach mal hoffentlich überlebt unser Fahrzeug das und sprengt sich nicht in die Luft. Ganz entspannt. Ah, schon wieder so eine Horde. So, den Weg können wir einfach hochfahren. Entspannt. Und dann sind wir eigentlich schon nahezu da. Hier bin ich auch, glaube ich, noch gar nicht lang gefahren. Ich glaube, dass hier abgeht. Also ist doch okay, der Tausch gewesen. Jetzt haben wir den. So, das ist auf jeden Fall irgendwas. Das war auf jeden Fall nicht auf der Karte eingezeichnet. Da ist aber auch eine kleine Wanderhorde, sehe ich gerade. Sollten wir uns vielleicht ein bisschen leise verhalten. Ganz leise hier das Plündern. Ja. Machen wir auch ganz leise. Mucksmäuschen still sind wir jetzt. Ein Rucksack, klasse. Davon habe ich ja erst 300 Stück. Ich könnte jetzt mittlerweile ein Rucksack-Fachgeschäft aufmachen. Jetzt plündern wir ganz schnell. Was? Schuhlöffel? Fischhaken. Kann ich denn irgendwas hier noch reinwerfen? Den war, glaube ich, auch Appel voll, ne? Ja, ist halt so. Dann kann ich es nicht ändern. Wir fahren geradeaus, rechts hoch, sind bei der Basis, schließen die Folge erfolgreich ab mit ganz viel coolen Stuff vom Händler oder von dem Kopfgeldtypen. Und alle sind glücklich. Dann gucken wir oder überlegen uns, ob wir vielleicht in ein neues Gebiet gehen. Aber dafür braucht dieses Video mindestens 10 Likes, Freunde. Weil sonst spiele ich das, glaube ich, nur noch für mich. Und dann gibt's nicht mehr. Dann gibt's vielleicht noch ein bisschen 7 Days. Oder mal gucken, was ich noch so im Pedo habe. Aber State of Decay wäre dann erstmal abgehakt. Fände ich persönlich ziemlich schade, weil ist schon ein geiles Spiel. Ich weiß ja nur nicht, wie ich auch diese Zombies festhalte, ehrlich gesagt. War vielleicht doch nicht so eine clevere Idee, das Ding anzunehmen. Welches Ding kam jetzt? Ach geil, da steht tatsächlich hier so ein Truck. Guck mal da. Alter, stabil. Kofferraum. Ist sogar gefüllt. Sieht aber gut aus. Ich hätte jetzt irgendwie gehofft, dass der mehr Platz bietet oder sowas. Da ist mir direkt eine Delle reingefahren. Warte mal, wie kann ich die denn festhalten? Kann ich die hier irgendwie festhalten?
Zählt das? Nee. Aber ich habe ihn doch irgendwie, hatte ich ihn doch festgehalten. Festgehackte. Ja, das weiß ich gar nicht. Festgehalten, festgehackte. Wie soll das denn funktionieren? Safe and sound. So, das ist dafür, das ist dafür. Perfekt. Da haben wir das doch auch abgeschlossen. So. Haben wir noch irgendwelche Quests? Also ich muss ja immer noch nutze deine verbesserte Versorgungsfähigkeit und stelle einen Gegenstand her, der Strom oder Wasser benötigt. So. Warte mal, vielleicht muss ich auch einen Gegenstand herstellen, der Strom oder Wasser benötigt. Wisst ihr, was ich meine? Also nicht bei der Herstellung benötigt, sondern generell benötigt. Aber was wäre das? Ich guck mal, ob ich das irgendwie rausfinde. Und dann würden wir da einfach beim nächsten Mal weitermachen. Lasst gerne ein Like da, Freunde. Kommentar, wenn es euch gefallen hat oder Anregungen da sind. Dann haut in die Tasten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt State of Decay 2 oder was auch immer ich gerade mache. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Bis dann.